Wir sind reif für die Insel. Heute geht's nach Föhr. Im Windschatten der nordfriesischen Halligen und nur eine knappe Busstunde vom Festland entfernt liegt Föhr. Weil es hier so grünt und blüht, wird Föhr auch die grüne Insel genannt. Gemütliche Reetdachhäuser und verwunschene Bauerngärten findet man hier in Niblum. Niblum ist eines von insgesamt 11 Dörfern mit typisch friesischem Charakter. Einzige Stadt und gleichzeitig Zentrum der Insel ist Vik, ein beliebter Badeort, besonders bei Familien. Eltern können einen Gang runterschalten und Kinder können sich richtig austoben, auch die großen Kinder. Und dieser Tipp ist nichts für Kalorienzähler. Im Pfannkuchenhaus gibt es ziemlich kuriose Kombinationen. Pfannkuchen mit Fisch. Klingt nach kulinarischem Wahnsinn, schmeckt aber lecker. Karl, hier im Pfannkuchenhaus gibt es über 40 verschiedene Pfannkuchengerichte. Und viele von denen, die kommen direkt aus den Familien hier auf der Insel Föhr. Zum Beispiel kannst du hier das Original essen, Pfannkuchen mit Räucherspeck. Oder was haben wir hier? Der Fischer und sin Fru, Pfannkuchen mit feinem Thunfisch. Oder, der klingt auch gut, den habe ich mir bestellt, Peer Gynt, Pfannkuchen mit geräucherten norwegischen Lachs. Vielleicht solltest du den auch bestellen. Viele Föhringer, das heißt übrigens so, sind richtig traditionsbewusst, so wie Hannes und Heiner. Zweimal täglich gehen sie fischen und ganz ohne Angel. Wie das geht, zeigen sie uns hier draußen im Watt, in ihrem Fischgarten. Aus. Das ist ein richtiger Seehund hier. Was hat er gerade gefangen? Helfer. Das ist ein Hornfisch oder Hornhecht. Das ist so das meiste, was wir fangen hier. Das ist ganz gefährlich. Was, das ist ein Raubfisch? Ein Raubfisch. Was habt ihr bisher noch so hier gefangen? Wir haben einen Hering gefangen, haben auch mal ein Neunauge gefangen, Meeresneunauge. Die sind geschützt, die lassen wir dann gleich wieder schwimmen. Und der größte bisher, Heiner, hier so ein Fisch? Ja, so um die 80 cm. Ein Lachs. Jetzt natürlich die Frage, wie macht ihr das? Was ist der Trick dabei? Ebbe und Flut ausnutzen. Wenn die Flut gewesen ist und das ablaufende Wasser ist, dann schwimmen die Fische vom Strand weg, an unserem Leitnetz hier entlang. Und wir hoffen, dass sie dann hier sich in der Rundung sammeln und auf uns warten, bis wir sie aufsammeln. Ziemlich clever, oder? Weil der Norden von Föhr so fruchtbar ist, leben hier auch viele Bauern. Auch Familie Matzner. Auf ihrem Hof züchten sie deutsche Edelziegen, alle sehr gut erzogen. Sehen Sie mal. Lillifee, Anna und Co. liefern täglich Milch für Frischkäse. Und verkauft wird vom Hof. Und wer möchte, der darf mit dem Nachwuchs auf Tuchfühlung gehen. Alles voller Ziegen hier. Wie viele Ziegen habt ihr hier auf dem Hof? 47 Milchziegen haben wir. Und wie viel Milch geben die so am Tag? So 150 Liter geben sie insgesamt. Jetzt sagt man ja dumme Ziege immer. Entschuldige, aber sagt man wirklich, wie dumm sind die wirklich? Überhaupt nicht. Es sind ganz intelligente Tiere. Dumme Ziege ist überhaupt gar kein Schimpfwort. Gibt es da auch Böcke hier irgendwo? Ja, natürlich. Wir haben 4 Stück auf dem Hof. Ganz und hübsche Männer. Ganz hübsch. Welches ist denn der Oberbock, der, sagen wir, häufiger ran muss? Der Asterix. Das ist unser schönster. Asterix. Aber ich sehe es ganz deutlich. Gucken Sie mal dieser Ziege genau in die Augen da. Die hat keinen Bock. Nach Föhr kommen Sie am besten mit Bus und Bahn oder mit der Fähre, wenn Sie die kriegen. Karl!